Es regnet, liebe Zuschauer, das Wetter spielt nicht so richtig mit und trotzdem herzlich willkommen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir freuen uns heute auf ein Gruppenspiel aus diesem Wettbewerb. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb, Wolf. Da wollen natürlich beide heute überzeugen, beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant werden. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Und da ist der Ball wieder weg. Da sehen wir die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Marc-André ter Stegen im Tor. Lukas Klostermann spielt mit Nico Schulz in der Verteidigung. Leon Goretzka steht gemeinsam mit Joshua Kimmich auf den zentralen Positionen. Und einzige echte Sturmspitze ist Timo Werner. Kimmich. Jetzt sind sie am Ball. Es ist schon erstaunlich, was der Timo Werner immer wieder für eine Torgefahr ausstrahlt. Ja, und ich glaube, da hat wirklich jede Abwehr Respekt. Das ist ein Spieler, der eine Partie dominieren kann. Reus. Gnabry. Und Reus. Das könnte gefährlich werden. Da verlieren sie den Ball. Ja, das ist fast zu durchsichtig, dieses Zuspiel. Weg ist der Ball. Timo Werner. Werner. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Kimmich. Gnabry. Timo Werner. Zieht einfach mal ab. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klassekeeper. Ecke kommt von Kimmich. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Stark verteidigt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Freistoßentscheidung korrekt. Sie wollen keine Zeit verlieren. Der Freistoß ist schon ausgeführt. So langsam wird es gefährlich. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Dimitrios Kumpelis. Ja, könnte was werden. Spielt er den Ball in den Strafraum. Schiedsrichter lässt laufen, jetzt die Flanke. Er gibt Freistoß, klar. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Freistoß kommt. Das gibt die Abstoß. Ja.
Mats Hummels jetzt. Jetzt Marco Reus. Gnabry. Timo Werner. Guter Zweikampf. Da passt er auf. Ball geklärt. Goretzka. Schulz. Marco Reus. Da muss er aufpassen. Dimitrios Kumpelis. Jetzt ist Platz für den Konter. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Werner. Macht er gut. Timo Werner. Werner! Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Diese Zahlen sind erstmal ernüchternd. Kaum Chancen auf beiden Seiten. Das erklärt das 0:0. Und wenn man in die Gesichter der Zuschauer schaut, die sind alles andere als begeistert. Gnabry. Jetzt Marco Reus. Er passt gut auf und hat den Ball. Petros Mantalos. Nico Schulz. Werner. Gnabry. Timo Werner. Gnabry. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Keine Überraschung für mich, dass sie hier getroffen haben. Für dich, Buschi? Nee, ganz und gar nicht, Wolf. Sie sind besser im Spiel und hatten ja schon einige wirklich gute Gelegenheiten. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt Deutschland vorne, sieht gut aus. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Deutschland mit Drang nach vorne. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Da wäre jetzt Platz. Jetzt die Flanke. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Macht das ganz sicher. Ja, das sieht gut aus. Flanke abgeblockt. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm.
So, die letzten 45 Minuten der Gruppenphase stehen diesen beiden Teams jetzt bevor. Und wir dürfen gespannt sein, wer die verbleibende Zeit vielleicht noch für den ein oder anderen Treffer nutzen kann. Ballverlust. Klasse Pass! Da zieht er ab! Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Boateng. Reus. Jetzt ist es gefährlich. Ja, der Schuss jetzt. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Goretzka. Marco Reus am Ball. Was macht er draus? Und jetzt die Chance. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Bleibt nicht viel übrig. Sie finden kein Mittel gegen diesen Druck. Sieht vielversprechend aus. Jetzt vielleicht. Da schießt er daneben. Gnabry. Sokratis mit dem Einsatz hier. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Gefährlich! Geht da voll in diesen Zweikampf. Und das muss natürlich Abschluss geben. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Schöner Einsatz, wichtig, dass Sie da klären. Er klärt hier mit dem Kopf, das gibt Einwurf. Panayotis Retsos. Kommt jetzt die Flanke rein? Samaris. Schwierig, er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Und damit sind sie am Ball. Wird das eine Torchance? Kimmich. Sieht gefährlich aus. Die Hereingabe kommt flach. Der ist drin! Das Tor wird nicht gegeben. Und das zu Recht, es war Abseits. Da haben wir die Situation noch einmal. Er steht klar im Abseits, ohne jeden Zweifel, gut vom Assistenten. Samaris. Panayotis Retsos. Samaris. Ja, könnte was werden. Der Ballverlust. Chance zum Konter jetzt. Kann er was draus machen? Ist hier immer noch am Ball. Er zieht ab. Der Konter sah gut aus, aber am Ende kam da doch kein Tor dabei herum. Ja, aber Wolf, da werden und müssen sie sich ärgern. Da müssen sie mehr rausmachen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Da verlieren sie den Ball. Und Reus. Sehr gutes Abspiel jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Unhaltbar dieser Schuss mit dem Vollspann. Hart. Enorm druckvoll. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Fortunis. Gute Aktion. Boateng energisch. Sehr gut.
Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Samaris. Was macht er draus? Klasse Pass! Dazwischen gegangen erstmal von Hummels. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Guter Vorstoß, kann was werden. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Jetzt bringen sie hier einen weiteren Stürmer. Ja, kein Wunder, es muss was passieren, wenn sie dich verlieren wollen. Hummels. Reus. Super dazwischen gegangen. Dimitrios Kumpelis. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Guter Einsatz von Boateng. Reus. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Reus! Reus trifft! Ah, das ist schon klasse. Wunderbar, auch von der Technik her. Einer der besten, überhaupt gar keine Frage. Kurz vor Schluss treffen sie ja nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Dimitrios Kumpelis. Jetzt Sokratis. Petros Mantalos. So langsam wird es gefährlich. Gute Chance für eine Flanke. Gut und fair das Tackling. Der Schlusspfiff des Unparteiischen. Am Resultat dieses Gruppenspiels ändert sich nichts mehr. Und die Gäste haben diese heutige Partie also gewonnen. Exzellentes Spiel, klarer Sieg. In überzeugender Manier fahren sie ja am Ende den Dreier ein, den überzeugenden Dreier. Da kann ich nur sagen, Kompliment an den Trainer, hat die Mannschaft gut eingestellt. Ich glaube, es läuft im Moment bei denen einfach eine Menge rund.
Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Es könnte ein Superspiel werden. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Ah ja, Wolf, hast du auch gesehen. In der Liga hat er immer getroffen. Und das erwarte ich heute auch von ihm. Diese Torgefahr, dieses Knipsen, dieses Bodenmachen. So wird die Spielvereinigung Greuther Fürth ins heutige Spiel gehen. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Sieht gefährlich aus. Hereingabe jetzt. Schwache Aktion, Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Der 1. FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Pass auf die Außenbahn. Der Ball ist weg. Abstoß. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen, gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Sie dürften selbstbewusst an die Auswärtsaufgabe rangehen. Ihre Defensivleistungen in dieser Saison sind richtig gut. Ja, die sind wirklich stark und wenn sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben sie hier feste Chancen. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Daniel Keita-Ruhl. Klasse Pass. Kann er was draus machen? Jetzt holt er sich den Ball. Ah, kann er besser. Ball im Aus. Kraus. Was macht er draus? Macht er gut. Gute Aktion. Seguin. Sauer. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Starker Zweikampf da auf dem Flügel. Sie haben den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Super dazwischen gegangen. Jetzt vielleicht die Flanke. Sauer. Abgepfiffen, das war abseits. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und er trifft nicht. Kraus. Sie holen sich den Ball. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Zu hoch, da kommen sie nicht dran. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Da haben Sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Jordan Torunariga. Im Moment stehen Sie geballt hinten drin. Sieht vielversprechend aus.
die Riesenchance. Kein besonders guter Abschluss. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Sehr guter Einsatz. Geht gut dazu. Und jetzt ein Schuss. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Gefährlich. Er holt den Ball hier. Ganz stark. Es steht 0:0. Beide sehr, sehr ausgeglichen. Vor allem was den Ballbesitz angeht. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt mal mehr riskiert, mehr in die Offensive geht. Den Ball holt er. Gut verteidigt. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Daniel Keita Ruhl. Guter Einsatz, er hat den Ball. Das könnte was werden jetzt. Kann er was draus machen? Klasse Pass! Fairer Einsatz hier. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da muss er flanken. Und jetzt die Chance. Oh, da sagt er Dankeschön. Den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müsste schon mehr rausmachen. Ah, kein guter Abschlag. Was können Sie jetzt draus machen? Er verliert dann zunächst den Ball, aber dann immerhin das Tor noch verhindert. Also am Ende eine gute Partie. 0:0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Wir müssen aufpassen. Was macht er draus? Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Gibt Einwurf. Jordan Torunariga. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Sieht gefährlich aus. Daniel Keita Ruhl. Oh mein Haar, hätten sie die Nase vorn gehabt, aber Chance vergeben. Kraus. Geht da voll in diesen Zweikampf. Das macht der Torhüter gut, er kann erklären. Jetzt ist es gefährlich. Da zieht er ab. Oh, da trifft er die Latte. Da passt er auf. Ball geklärt. Kein Tor. Es bleibt erstmal beim Unentschieden, weil das Alu was dagegen hat. Mein Gott, ist das nicht. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Ja, könnte was werden. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Lecky. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Green. Und das ist der Ballverlust. Super Aktion, gut geklärt. Gefährlich. Gute Aktion. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Nun Lecky. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an.
kann er was draus machen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Weiter unentschieden. Eigentlich müssten wir hier längst eine klare Führung haben. Wenn, ja, wenn. Klasse Zuspiel. Gute Chance. Macht er gut. Er versucht. Wieder eine Gelegenheit, die sie vergeben. Da ist auch viel, viel Pech dabei. Sie spielen sich ja die Chancen raus, aber die Abschlussquote ist miserabel. Jordan Turunariga. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Leki. Sieht vielversprechend aus. Der Ball läuft richtig gut. Und wieder ein super Tackling von ihm. Gute Leistung. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Szene immer noch gefährlich. Er kann ihn reinbringen. Was macht er draus? Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Schönes Tackling und den Ball erobert. Fängt diesen Ball ab. Pass auf den Flügel. Sie verlieren den Ball. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt ist es gefährlich. Da schießt er. Tolle Aktion vom Torwart. Hier gibt es einen Wechsel beim 1. FC Kaiserslautern. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Sie üben schon früh Druck aus. Gutes Tackling. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Viel Zeit ist nicht mehr für den Sieg, aber die Fans hoffen weiter. Da können sie jetzt flanken. Branimir Gota. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Kraus. Der Angriff könnte was werden. Er zieht ab. Es bleibt beim 0:0. Unglaublich, was für eine Riesenchance. Zwei Minuten werden nachgespielt. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Sieht gefährlich aus. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Da verlieren sie den Ball. Kein Team konnte sich heute entscheidend durchsetzen. Es bleibt beim Unentschieden.
Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Könnte ein klasse Spiel werden. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Wird schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und wenn sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie werden. Der erste FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt. Und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten da über außen gefährlich. Er versucht's. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Ganz alleine macht er das. Schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie verlieren den Ball. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Das war knapp. Jetzt ist es gefährlich. So, was machen Sie draus? Stark gearbeitet hier. Der Ball kommt hoch rein. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Da ist die Flanke. Gute Aktion, gut geklärt. Knoll. Gute Aktion. Gefährlich. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Er bekommt Hilfe. Kann er was draus machen? Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Gut, das war einfach. Er holt sich die Flanke. Chance zum Konter jetzt. Er treibt den Ball nach vorne. Ein starker Sprint. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Und da wird kein Tor draus. Der Torwart hat ihn. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Matthew Lecky. Jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Macht er gut. Da kommt der Schuss. Kein guter Abschluss hier. Ja, könnte was werden. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Könnte jetzt was werden. Ball an den langen Pfosten. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Da verlieren sie den Ball. Sieht gefährlich aus. Klasse Pass. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Sie sind ganz vorne in der Tabelle und genauso spielen sie auch, Buschi. Ja, und der Erfolg kommt ja auch nicht zufällig. Sie spielen richtig gut und stehen völlig verdient da oben. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und es
schießt. Kosten, aber es geht weiter. Guter Versuch von ihm, nur diesmal ist er nicht drin. Er ist wirklich sehr präsent, sucht oft den Abschluss. Benatelli. Der Ballverlust. Was macht er draus? Ist hier immer noch am Ball. Oh, das sah vielversprechend aus. Benatelli. Miyachi. Da ist Platz. Jetzt vielleicht die Flanke. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Kraus. Sie verlieren den Ball. Und jetzt der Schuss. Den hält er völlig ohne Probleme. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten, jetzt vielleicht. Ja. Chance lebt noch. Der Pass, nichts zu halten hier. Da haben sie stark kombiniert und dann macht er das Tor natürlich auch ganz abgeklärt. Und da machst du dann auch als Torwart irgendwann dann nichts mehr. Ja, den ersten kann er ja sogar noch halten, aber dann doch der Treffer. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3:0. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Jetzt der Ballverlust. Lecky. Keinzel, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Wichtiges Tackling hier. Wir sehen das frühe Pressing. Und er gewinnt den Zweikampf. Macht er gut. Jetzt können sie vielleicht kontern. Benatelli. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Guter Zweikampf. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Der Ballverlust. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Schuss! Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Ja, das war abseits. St. Pauli wechselt aus, ein neuer Mann kommt rein. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Gute Aktion. Ja, da ist Platz jetzt. Ja, könnte was werden. Guter Schuss, aber er hat Pech. Der Ball geht knapp vorbei.
Klasse Pass. Kann er was draus machen? Der Ballverlust, keine gute Aktion. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt vielleicht. Ein fantastischer Treffer. Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein echter Fels in der Verteidigung. Knoll. Avevor. Ballverlust. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichener zugeht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Weg ist der Ball. Jetzt ist es gefährlich. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sauber vom Ball getrennt hier. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Miyachi. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Gut verteidigt hier. Jetzt der Ballverlust. Was macht er draus? Jetzt die Flanke. Das ist noch gefährlich. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den konnte er kaum besser machen. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Raus. Keine gute Aktion. Wieder Ballverlust. Jetzt warten hier beide Teams auf den Abpfiff. Das war eine einseitige Partie und wir sehen einen verdienten Sieger. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Er lässt seinen Gegenspieler stehen, toller Pass. Ein unfassbares Tor. Ein Tor für die Moral. Zumindest fällt die Mannschaft hier nicht vollständig auseinander. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Am Ausgang des Spiels. Und jetzt hat der Unparteiische die Partie abgepfiffen. Da dürfen Sie zufrieden sein. Sie nehmen die 3 Punkte heute mit. Gute Leistung. Mehr oder weniger hat da alles gegriffen, was Sie sich vorgenommen haben. Und daher ein durchaus verdienter Sieg. Sie haben sich hier heute den Sieg geholt. Sie haben heute wieder mal gezeigt, wie stark Sie vor allem in der Offensive sind. Matthew Lecky. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Jetzt vielleicht die Flanke. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Jetzt vielleicht. Chance lebt noch.
Der Pass, nichts zu halten hier. Da haben sie stark kombiniert und dann macht er das Tor. Ja, könnte was werden. Guter Schuss, aber er hat Pech. Der Ball geht knapp vorbei. Gibt jetzt die Gelegenheit. Ein fantastischer Treffer. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Was für diese Pressekonferenz. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Thank you.
eine unheimlich wichtige Partie. Man merkt es an der Stimmung, an der Atmosphäre. Hier geht es wirklich um einiges. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Wir sind also im Achtelfinale angekommen in diesem Wettbewerb. Jetzt wird natürlich auch die Nervenbelastung immer größer. Unter den besten 16 sind sie schon, aber ja, ist ja logisch. Die wollen mehr, hier soll noch nicht Schluss sein. Heute stehen alle Zeichen auf ein intensives Spiel, ist ja auch völlig klar in diesem Derby. Der 1. FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Super dazwischen gegangen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jean-Philippe Mateta. Mit dem Ball hat er gar keinen. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Er ist eindeutig in Form, das zeigen schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Gefährlich aus. Gute Aktion jetzt. Lukas Röser. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der Vorstoß. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Roger. Ein guter Doppelpass. Macht er gut. Boetius. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Da könnte was werden. Die Riesenchance. Kein Wunder, dass aus der Chance nichts geworden ist. Nee, Wolf, das stimmt. Bei dem Wetter ist es schwer möglich, vernünftig zu spielen. Sieht man hier ganz deutlich. Pierre Kunde Malon. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Er kann ihn reinbringen. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf den Führungstreffer. So, die kurze Variante. Fängt diesen Ball ab. Na, jetzt müssen sie aufpassen. So, die Chance jetzt. Oh, er trifft die Latte. Und da ist der Ball wieder weg. Schade, eine gute Szene. Da wäre der Ausgleich fast gefallen. Aber Sie haben es gehört, wir haben es gesehen. Aluminium. Und Sie müssen weiter Druck machen. Roger. Pierre Kunde Malon. Und das ist der Ballverlust. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Der
Jetzt haben sie den Ball. So, was machen sie draus? Gefährlich! Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Zuck. Boots. Oh, das könnte was werden. Stark verteidigt. Roger. Klasse Pass. Weg ist der Ball. Kann er was draus machen? Da verlieren sie den Ball. Was macht er draus? Lukas Rosa! Knapp daneben und da hätte der Torwart nicht viel ausrichten können. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Gute Aktion. Jean-Philippe Mateta. Jetzt wird's gefährlich. Sieht gefährlich aus. Macht er ihn. Den hat er super gehalten. Die Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Roger. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Und mit dem Resultat nach 45 Minuten sind sie aus dem Turnier, Buschi. Wären sie aus dem Turnier. Wir bleiben hier. Durchgang 2 läuft. Boetius. Jean-Philippe Mateta. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Ja, sie können erstmal klären. Zuck. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Oh, viel Platz jetzt. Jetzt schießt er. Latte und Tor. Der passt ganz genau. Fast geht er doch nicht ins Tor. Das war Zentimetersache. Ja, hätte genauso gut von der Latte zurückfallen können. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Die Mainzer versuchen es. Jetzt vielleicht. Gut. Unaufhaltsam. Fairer Einsatz hier. Die Gäste werden wechseln. Und weiterspielen, hat er Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte.
Wenn sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Wichtig, dass er da klärt. Vielleicht die Konterchance. Sie verlieren den Ball. Schade, das war eine gute Kontermöglichkeit. Blanco. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Da zieht er ab. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Das war knapp. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Alexander Hack. Da gewinnt er den Zweikampf. Ja, könnte was werden. Pierre Kunde Malon. Lukas Röser. Sieht vielversprechend aus. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Kann er was draus machen? Jetzt vielleicht. Das ist noch gefährlich. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Hier gibt es einen Wechsel beim 1. FC Kaiserslautern. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Stark gearbeitet hier. Weiter mit dem Vorteil. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Und da ist das Tor. Besser kannst du den nicht platzieren. Ein super Tor. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Da verlieren sie den Ball. Das könnte gefährlich werden. Und direkt zurückgespielt. Da wäre Platz für den Konter. Klasse Aktion da. Ishak Belfodil. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Die Gelegenheit. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Gute Aktion. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Fällt das Tor doch. Da ist das Tor. Herrliche Kombination, da haben sie ihn perfekt freigespielt. Da spekuliert er drauf, dass sich eine zweite Chance ergeben könnte. Sehr gut gemacht. Ja, der Torwart hätte den Ball natürlich festhalten müssen. So fällt er den Stürmer vor die Füße. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Das
Das sieht durchaus vielversprechend aus. Klasse Technik. Alexander Hack. Pierre Kunde Malon. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Und jetzt die Chance. Der Ball ist drin. Sie geben hier nicht nach und machen noch ein weiteres Tor. Dabei war eh klar, dass sie das Ding gewinnen. Kurz vor Schluss treffen sie hier nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Schalai. Und er geht am Gegenspieler vor. Jetzt vielleicht. Keine Schwierigkeit hier. Ganz. Das Spiel ist aus. 5-0 der Endstand. Sie sind der Sieger dieser Partie. Glückwunsch. Gute Leistung heute. Wirklich ein verdienter Sieg. Bin ich bei dir. Leistungsgerecht das Ganze. Vielleicht wollten Sie den Sieg sogar ein bisschen mehr. So hat sich das zumindest angefühlt. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Danke für diese kurzen Aussagen. Why would I scrap my...